Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wins and Fails mit Skyflame. Ja, heute mache ich mit beim Jorvik-Stall-Championat. Morgen kommen dann ja schon wieder die Postfolge und die Update-News. Eventuell wissen wir jetzt schon, was als Update morgen kommt. Mal gucken. Mein Reiter wieder mit 44 auf Reiten, 25 auf Pflege, 39 auf Befehl sowie 26 auf Springen. Und Skyflame ist unterwegs mit 25 auf Stärke, 22 auf Disziplin, 28 auf Geschwindigkeit, 17 auf Ausdauer sowie 26 auf Agilität. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, auf geht's. Das ist Skyflames letztes Championat schon wieder. Ich weiß gerade gar nicht, wer als nächstes kommt. Sind dann schon die Araber? Ne, die Araber waren ja schon. Okay, ich werde auf jeden Fall in meiner Liste mal schauen, aber ja, los geht's. So, auf geht es. Hier kam gerade noch die Frage, ob von einer Mitreiterin, ob sie mal mit mir leveln könnte. Aber da habe ich den Chat natürlich schon zugehabt, weil es wirklich so kurz vor knapp kam. Man kann immer sonntags mit mir leveln, wenn ich den Livestream mache. Ansonsten level ich eigentlich sowieso nicht wirklich. Und da kann man natürlich gerne mitkommen. Das ist ja schon immer so. So, jetzt aber Konzentration aufs Championat. Da bin ich leider etwas unpassend abgesprungen. Ansonsten hätte ich noch ein bisschen weiter nach unten rutschen können, wie die Delfina. Ich bitte, diese komischen Lags zu entschuldigen. Ich habe das, seitdem meine Grafikteile aktualisiert sind, spinnt SSO wieder extrem. Ich habe das bei keinem anderen Spiel, aber SSO funktioniert oft nicht mit neuen Grafikkartentreibern. Aber es ist irgendwie auch nicht immer. Manchmal leckt es so komisch und dann im nächsten Augenblick ist es wieder weg und dann kommt es wieder. Das ist ganz, ganz komisch. Jetzt geht es gerade wieder so halbwegs. Doch, bei Ostwind habe ich es auch. Vielleicht habt ihr gestern die Folge gesehen, meines Update-Angezockts. Da hatte ich auch immer wieder so komische Lags, dieses Hin- und Her-Zappeln. Sag ich jetzt mal vom Bild. Ganz, ganz merkwürdig. Aber man sieht auch, dass das keine Lags sind im Sinne von zu viel los auf dem Server oder PC-Überforderung oder sowas. Das sieht anders aus. Es ist halt irgendwie so ganz komisch. Nein, da wollte ich zu eng rum. Das war jetzt ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber die Lara war auch definitiv schneller mit dem Paint als wir mit dem Hannoveraner. Also wir sind mit dem Hannoveraner nicht wirklich hinterhergekommen. Und dann wollte ich zu eng rum. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen aufholen kann und das ausgleichen kann. Und dann bin ich zu eng rum und ja. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Jetzt zappelt wieder der Screen so. Das ist echt nervig. So, ja, auf Platz 9 abgerutscht. Ich weiß... Ja, danke Star Stable. Jetzt kommt noch so ein Kackmist dazu. Das war nicht meine Schuld. Das war wieder die schlampige Programmierung seitens Star Stable. Ah, Mann, sowas hasse ich. Wenn ich einen Fehler mache, ja, dann ärgere ich mich über mich selber. Kann ich nicht ändern, aber wenn sowas passiert, das ist einfach scheiße. Das ist einfach mega scheiße. Das passiert nicht nur mir, das passiert anderen auch. Und das ist immer Mist. Bevor jetzt wieder Leute sagen, hö, jammer nicht, nur weil du Diener bist. Nein, das ist für jeden Mist. Boah, das ging jetzt aber schnell aus. So, wer war dabei? Scarlet Kingchild, Zoe, Lava, in Champi Gruppe 1 nur 14 Leute? Sind so viele disqualifiziert? Nee. Dann wäre ja, sind ja auch die Disqualifizierten drin. Merkwürdig. Interessant. Also Scarlet Kingchild, Zoe, Lavaheart, Aneshka, Dusklund, Clara, Mighty Side. Und dann reihe ich mich ein. Michelle, Strawberry Camp, Lawrence, Summerhope, Dextra, Ponyberg haben wir da noch bei. Emmy Applefield, Samantha, Sleepy Baker, Paula, Night River. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die drei Platzierten. Auf Platz 3 die Delfina Eagle Camp, auf Platz 2 Leni Spider Camp und auf Platz 1 die Lara Summerwelly. So, das war's von den heutigen Wins and Fails. Skyflame ist damit erstmal wieder durch. Ich gucke dann in meiner Liste, welches Pferd als nächstes kommt. Aber erstmal gucken wir, was morgen als Update kommt. Ich kann mir jetzt aktuell prinzipiell noch neue Pferde vorstellen. Ich nehme jetzt gerade am Sonntag auf, aber das werden wir bestimmt in Kürze erfahren. Ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen. Von daher macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!